ich versuche mich jetzt an der Kurvendiskussion dieser gebrochen rationalen Funktion. Drückt mal auf Pause und versucht das alles auszurechnen. Nullstellen, Max, Min, Polstellen, Skizze, vor allem Skizze vom Graphen, Verhalten im Unendlichen und so weiter. Und dann schaue ich an, was ich hier so zusammenrechne. Gut, ich fange mal an. Erst einmal die Nullstellen. Da muss man f von x gleich 0 setzen. Das heißt, x² minus 9 durch x² minus 4 ist 0. Mal Nenner durchmultiplizieren, x² minus 4. Auf der linken Seite kürzt sich es weg, da habe ich x² minus 9 ist und 0 mal irgendwas ist 0. Das heißt, es hätte schon genügt, einfach den Zähler 0 zu setzen. X² ist dann 9, wenn man hier so plus 9 macht. Und x ist dann plus oder minus 3. Und das sind hier die Nullstellen. So, zwei Nullstellen bei plus und minus 3. Die Lücken, wenn ich mir die Polstellen anschaue, dann darf x² minus 4 nicht 0 sein und deswegen setze ich es gleich 0. Also x² ist 4, x gleich plus oder minus 2 und damit habe ich die maximal mögliche Definitionsmenge d gleich r ohne minus 2 und plus 2. Die Symmetrie ist ganz interessant. Ich schreibe f von x nochmal hin. F von x ist ja x² minus 9 durch x² minus 4. Also die Symmetrie möchte ich jetzt untersuchen. Das heißt, ich setze von minus x, also minus x ein an die Stelle von x. Und bekomme dann, Klammer auf, minus x, Klammer zu zum Quadrat minus 9 durch minus x in Klammern minus 4. So. Also einfach hier minus x eingesetzt. Das quadriert sich weg, also das Minus fällt weg. Ich bekomme x² minus 9 durch x² minus 4. Und das ist genau das gleiche, was ich hier schon hatte bei f von x. Das heißt, hier habe ich jetzt ein f von x. Und immer wenn das der Fall ist, habe ich Achsensymmetrie. Gut. Symmetrieuntersuch. Die Ableitung. F' von x ist Natz minus Zahn. Nenner mal abgeleiteter Zähler, also x² minus 4 mal abgeleiteter Zähler 2x. Minus Zähler ist x² minus 9 mal abgeleiteter Nenner 2x. Durch x² minus 4, Klammern zum Quadrat, ist gleich. Ich rechne den Zähler, da rechne ich rum und hoffe, dass es schöner wird. X² mal 2x, das ist 2x hoch 3 minus 8x minus 2x hoch 3 minus minus geht plus plus 9 mal 2 ist 18x durch den Nenner zum Quadrat. Und hier fällt jetzt dieses hoch 3 Zeug weg. Die beiden kann man zusammenrechnen und dann bekomme ich das Ergebnis 10x durch x² minus 4 in Klammern zum Quadrat. Das gefällt mir so besser als ausmultipliziert. Sobald man die Ableitung hat, setzt man die 0. F' von x ist 0. Also es genügt, wieder den Zähler 0 zu setzen. 10x ist 0, wie oben, und damit ist x gleich 0. Das ist eine spannende Stelle. Da habe ich jetzt Min, Max oder Terrasse. Ja, so Min oder Max oder Terrasse. Fragezeichen. Um das herauszufinden, könnte ich die zweite Ableitung machen, tue ich jetzt aber nicht. Bei gebrochen rationalen Funktionen die Monotonietabelle eigentlich schöner, spannender. Bei der Monotonietabelle ist jetzt am wichtigsten hier natürlich x gleich 0. Die Stelle, an der die erste Ableitung 0 ist. Aber auch x gleich 2 und x gleich minus 2. Das sind die Stellen, die Polstellen, da könnte die Monotonie theoretisch auch wechseln. Und dann habe ich hier natürlich x größer 2, 0 kleiner x kleiner 2, minus 2 kleiner x kleiner 0, x kleiner minus 2. Und mich interessiert f, mich interessiert ein f' und f. So, das stört hier.
ein paar Sachen weiß ich schon. Ich weiß, dass die Ableitung bei 0, 0 ist. Und ich weiß, dass die Ableitung hier nicht definiert ist. Und damit ist auch die Funktion hier an diesen Polstellen nicht definiert. Fange ich mal hier an, x kleiner minus 2, dann setze ich einfach an der Stelle minus 3 ein. 10 mal minus 3 ist minus 30, minus 3 Quadrat ist positiv, quadriert ist auch positiv. Das heißt, wir haben hier was Negatives. Weiter geht's, an der Stelle sind wir. Nehmen wir die minus 1. Zähler ist negativ, Nenner ist positiv, also ist das Ganze negativ. Nächster Punkt. Hier nehmen wir 1 als Beispiel. 10 mal 1 ist positiv, der Nenner ist sowieso positiv, das Ganze hier, ja, mit diesem minus 2. Das Ganze positiv. Und so weiter. Hier habe ich x größer 2, nehmen wir 3 her, also 30 durch was Positives ist positiv. Und damit kenne ich die Monotonie. Also es muss fallen, es muss fallen, es muss waagrecht sein, es muss steigen, es muss steigen. Es braucht hier ein Min. Vielleicht wäre es noch interessant, wo dieses Min genau ist. Und dazu rechne ich f von 0 aus. Also f' von 0 ist 0. Das heißt, da ist flach. F von 0 einfach einsetzen. 0 Quadrat minus 9 durch 0 Quadrat minus 4 ist 9 Viertel. An der Stelle befindet sich das Minimum. Und jetzt kann man das Ding skizzieren. Ich kenne alles, was ich wissen muss. Ich mache ein schönes Achsenkreuz. Y, X. Die Polstellen, die waren hier bei plus 2 und bei minus 2. Ah, ich habe noch was vergessen. Verhalten im Unendlichen. Also Limes. Limes, hier sind wir. Limes x Quadrat minus Quadrat minus 4 x gegen plus oder minus unendlich ist gleich. Also wir haben hier den Fall, dass Zählerpotenz 2 ist, Nennerpotenz 2 ist. Das heißt, das ist eine Parallele zur x-Achse. Wenn ich da eine Milliarde einsetze, dann ist der 9er und der 4er sind wurscht. Also Milliarde Quadrat auf Milliarde Quadrat. Kürzt sich weg, bleibt 1 übrig. Ein Eintel ist 1. Und deswegen kenne ich hier auch diese Tangente. Und wir hatten ja die Nullstellen. Eine Nullstelle und zweite Nullstelle plus minus 3. Und bei 9 Viertel, also hier ist ein Minimum. Warum ist dann Mustergraph so laufen? Und wenn hier eine Nullstelle ist, dann muss ja der Graph durch. Durch die Nullstelle. Und sich an erstem Toten anschmiegen. Ja, so, ja. Und das wäre der Graph von f.